müssen nun mal auch gegen die Winde ankämpfen. Wir brauchen mehr Fahrt! Volles Segel! Sag mal, wie hast du Sandy zum Kapitän gebracht? So wie du segelst! Ach, halt die Fresse, Hazen. Halbes Segel! Verlangsamt sie mit halbem Segel! Schneller, Connor! Wir müssen schneller werden! Kreuzwinde! Wenn die blöden Winde nicht wären, wären wir auch schneller. Gebt mir alles! Volles Segel! Geht auf halbes Segel! Verlangsamt sie mit halbem Segel! Beeil dich! Wir werden keine zweite Chance bekommen! Ist volles Segel! Wir schlägt Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außen rum. Gott verdammt, wir verlieren ihn noch. Aber in wenigstens haben wir es geschafft. Die Felsen zerdrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Los, wir schaffen's. Den Angriff als Deckung. Versenkt ihn, bevor er flüchtet. Schickt den Bastard auf den Meeresgrund. Nein, das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst wichtig. Okay, Kettengeschosse auszuwählen kannst du haben. Gib mir Kettenkugeln! Schnapp ihn, Connor! Feuer frei! Feuer! Wir werden noch mehr! Feuer! Das gehört nicht entkommen! Schieß! Und so. Ladet Rundkugeln! Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Die Waffe, Feuer! Haha! Vielleicht noch mal was zu schön war. Okay, das hat nicht geklappt. Das ist unmöglich! Feuer! Du hättest doch nicht hören sollen! Haha! Geschafft! Weniger Segel! So, Schatzschiff haben wir auch schon gut manipuliert und dann. Ab, auch zum Enter. Wow! Achtung! Kein Segel! Wow! Halbes Segel! Hallo! Wow! Der Wind macht uns langsam! Seite! Hallo, was sollen wir denn noch machen? Wow. Jetzt geht's zur Sache, Jungs! Volle Breitseite vom Kriegsschiff! Wir sehen ihn jetzt mit! Kurs anpassen! Fahrt rausnehmen! Holt das Tuch ein! Wow. Ist das gemein. Wasser bringt ein! Gib mir halbes Segel, schnell! Oh, natürlich, desynchronisiert, ja, na klar. Hallo, es war schon alles erledigt und dann...
Das soll einer kapieren. Also. Alle setzen! Alle Segel! So, wir rammen dich jetzt, Church, du Arsch! Männer! Bereit zum Ende! Haha, sag ich doch, geht doch! Was tust du denn? Ich beende es! Ja. Die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehmassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sicher die Achterleinen! Auf den Bug fest! Hey! Alright. Ich muss unter Deck. Einer fehlt noch. Ja, lasst mich mal durch. So, geschafft. Wo ist jetzt Church? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Ach Mann. Na dann. Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat. Die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl.
Dein Feind sieht das anders. Und das nicht. Oh Mann. Zamanios Gina, der Diahne de Gantu Zidogaske. Das war richtig. Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Tja, da waren es nur noch zwei. Ach, ihr könnt mich mal. Also echt mal. Ehrlich, wer diese Sondermission eingerichtet hat, der ist wirklich ein Sadist. Also. Na gut, Sequenz 9 ist beendet. Wahrscheinlich gibt es nur noch 3 Sequenzen, also. Sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir nicht noch andere Sachen machen. Ich bin. Doch weiß ich noch nicht, dass gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich, jedenfalls was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihn traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Na, wenn Connor da nicht enttäuscht wird. Neue Sequenz. Ah, und neue Siedlermission. Supi. Ich denke mal, diesmal werde ich sogar davon aufnehmen. Denn die Devonport-Siedlung ist gewaltig gewachsen, also. Und es wäre doch schade, wenn ihr es nicht sehen würdet. Ah, natürlich wäre es auch schön, wenn es nicht so lecken würde. Ja, wenn man sieht, wir haben leider Gottes eine Kirche. Aber hey, den Leuten hier gefällt es. Mal gucken. Das hier. Ich muss wirklich raten, also. Oder ich gucke einfach auf der Karte, was das ist. Ja, das war die Kirche. Das ist anscheinend irgendein Haus. Interessant. Ah, das ist eine Farm. Schön brav bleiben hier. Ja, wir haben schon so viel hier erreicht. Ui, sogar die Brücke kommt mir neu vor. Oh, wie
Fleisch, das jetzt leckt, ja. Wie man sieht, die Holzfäller haben auch ganz schön zugelegt. Die haben jetzt sogar schon eine Wassermühle und dergleichen. Ja. Wir haben uns ganz schön gemacht hier. Ja, wir kriegen sogar Besucher. Kinder spielen auf den Straßen. Ehrlich, Devonport ist eine schöne Stadt geworden. Na gut. Schauen wir mal. Ah, sieht aus wie Big Dave. Mal gucken, was der jetzt wieder für Probleme hat. Die 1000-Pfund-Idee. Okay. Du hast nicht zufällig in New York zu tun, oder? Ich frage nur, weil ich ein Paket aus Frankreich erwarte, das längst überfällig ist. Ich habe dem Postmeister geschrieben und warte auf Antwort. Dachte, wenn du in der Nähe bist, kannst du ihn persönlich fragen. Wenn ich das nächste Mal da bin, suche ich ihn auf. Alles klar. Lance Kontaktmann in New York finden. Ja, jetzt die große Frage, kann man zwei Missionen gleichzeitig annehmen, oder... Ach, ich gehe besser kein Risiko ein.